Da sind wir nun. Der Turm ein Chaos. Der Zirkel beinahe ausgelöscht. Aber es könnte noch viel schlimmer sein. Ich bin froh, dass ihr gekommen seid. Als habe der Erbauer selbst euch zu uns gesandt. Euch gegen die dunkle Brut zu helfen, ist das Mindeste, was wir tun können. Ich habe all das nicht überstanden, um gegen die Verderbnis unterzugehen. Ihr habt mein Wort als erster Verzauberer. Der Zirkel wird sich den grauen Wächtern im Kampf anschließen. Irving, ich habe eine Bitte. Ich möchte den grauen Wächter begleiten. Wynn, wir brauchen euch hier. Der Zirkel braucht euch. Ich danke euch für diese Worte, Irving, aber der Zirkel kommt auch ohne mich zurecht. Der Zirkel hat euch. Diese Frau ist tapfer und gut und zu großem fähig. Ich möchte ihr helfen, ihre Ziele zu erreichen, wenn sie meine Hilfe annimmt. Ihr wart noch nie gern im Turm, wenn woanders ein Abenteuer zu erleben war. Warum bleiben, wenn ich woanders zu Diensten sein kann? Dann gestatte ich euch, dem grauen Wächter zu folgen. Doch wisset, dass ihr hier immer einen Platz habt. Es gibt hier viel zu tun und ich muss gehen. Vergebt mir, dass ich ein so schlechter Gastgeber bin. Das Kind ist besessen. Aber wenn ihr den Dämon tötet, stirbt auch. Außer ihr begebt euch ins Nichts. Ja. Ja, mit einigen Magiern ist das möglich. Ich rufe so viele Magier wie möglich zusammen. Wir brechen sofort auf. Ein Leben steht auf dem Spiel. Ich wäre gerne mitgegangen in den Kampf. Meine Männer haben den Turm durchsucht. Es sieht furchtbar aus, aber die Abscheulichkeiten sind weg. Ihr wart sehr gründlich. Ich bin beeindruckt. Und ich bin dankbar, dass ihr gekommen seid. Ich halte euch nicht auf. Lebt wohl! Die Verderbnis. Wie wollt ihr sie beenden? Ist das alles? Er ist umgeben von einem Meer aus dunkler Brut. Wie wollt ihr ihn erreichen? Wenn ihr dort seid, wie wollt ihr ihn dann erschlagen? Ihr sagt, ihr wärt ein grauer Wächter. Ich habe schon Geschichten über diesen Orden gehört. Große Strategen und unüberwindbare Kämpfer. Das erzählt man sich von den grauen Wächtern. Bisher bin ich nicht sonderlich beeindruckt. Das ist offensichtlich. Bleibt abzuwarten, wofür ihr wirklich hier seid. Uah, seht nur, was euer Köter in meinem Gepäck hinterlassen hat. Ein verrotteter, halb zerfressener Hase ist nicht unbedingt das, was eine Frau in ihrer Unterwäsche finden möchte. Ich werde einfach so tun, als hätte ich das nie gehört. Dieser dreckige Köter kann ihn zurückhaben. Hier! Und sagt ihm, er soll das nicht nochmal machen. Zu spät. Ich will es nicht, du nutzloser Flohteppich.
Er versucht nur, uns zu manipulieren. Glaubt mir, ich mache es genauso. Hier, seht mal. Wisst ihr, was das ist? Ja, so ist es. Werde Zeugin, wie ich unsere Feinde mit der gewaltigen Macht von Blumengestecken zerschmettere. Spüre meine Dornen, dunkle Brut, unterwirf dich meinem Rosenduft. Es könnte auch nur einfach eine Rose sein, was im direkten Vergleich natürlich weitaus langweiliger wäre. Ich habe sie in Lothering gepflückt. Ich dachte noch, wie kann etwas so Schönes an einem so hässlichen Ort voller Verzweiflung überhaupt existieren? Ich hätte sie vermutlich stehen lassen sollen, aber ich konnte nicht. Die dunkle Brut würde kommen und ihre Verderbtheit hätte sie zerstört. Darum trage ich sie seitdem bei mir. Ich dachte, ich sollte sie euch geben. Ich habe viele dieser Gedanken auch dann, wenn ich euch ansehe. Es ist vermutlich ein wenig albern, oder? Ich dachte nur, ständig beschwere ich mich. Dabei war es ja auch für euch nicht gerade eine leichte Zeit. Seit eurem Beitritt hatte das Dasein als grauer Wächter für euch kaum schöne Seiten. Kein Dank, keine Glückwünsche. Immer nur Tod und Kampf und Tragödien. Ich wollte euch damit etwas sagen. Dass ihr ein seltenes und wunderbares Kleinod seid inmitten all der Finsternis. Ha! So leicht bekommt ihr mich nicht an die Kette, Weib! Ich weiß, ich bin der Hauptgewinn. Aber selbst Tränen werden euch jetzt nicht weiterhelfen. Es geschah nur aus einem dummen Impuls heraus. Ich weiß nicht, war es falsch? Freut mich, dass sie euch gefällt. Könnten wir diese unangenehme und peinliche Phase jetzt bitte abschließen und uns heißblütigerem zuwenden? Ja, ja, natürlich. Möge die unangenehme und peinliche Phase ungestört ihren Fortgang finden. Oh, seht nur, ist das eine Wolke? Bestimmt zieht Regen auf. Ihr und eure Freunde seid wirklich großartige Leute. Es ist gut, euch in der Nähe zu wissen. Nun, wenn es euch wirklich interessiert, spricht wohl nichts dagegen, es euch zu erzählen. Ich komme ursprünglich aus Orsamar. Ebenso wie ihr, nehme ich an. Ihr wirkt nicht wie ein Oberflächenzwerg. Ich war dort ebenfalls Händler, aus der Händlerkaste. So etwas liegt einem im Blut, wisst ihr. Man kann es nicht einfach hinter sich lassen. Ich hatte ein ziemlich erfolgreiches Geschäft mit seltenen Artefakten. Alte Dinge, wundersame Dinge. Die Adligen haben sie geliebt. Sie haben sie an die alten, ruhmreichen Zeiten erinnert, nehme ich an. Eines Tages kam eine Adlige in meinen Laden. Sie hat sich ein wenig umgesehen und dann angefangen, vor Entsetzen zu schreien. Sie glaubte offenbar, ein paar Armschützer in meinem Sortiment habe einst ihrem Bruder gehört. Wisst ihr, er wurde bei einem Höhleneinsturz getötet, als er gerade auf einer Expedition war, um die dunkle Brut aus einem der Tunnel nahe der Stadt zu vertreiben. Sie wurden speziell für ihn gefertigt. Sie sind einzigartig, hat sie geschrien. Er hat sie dem Leichnam meines armen Bruders gestohlen. Ich wurde natürlich sofort verhaftet. Die Adligen sind bei so etwas ziemlich empfindlich. Ah ja, euer Mahl. Dann wisst ihr ja, wovon ich spreche, nicht wahr? Aber wie auch immer. Wie gesagt, beschuldigte mich diese Frau, die Armschützer gestohlen zu haben. Nun, ich hatte sie nicht gestohlen. Wisst ihr, ich hatte diese kastenlosen Strolche dafür bezahlt, sich für mich in die tiefen Wege zu wagen. Die verlorenen Teigs waren voller Dinge, die die Leute zurückgelassen hatten. Manchmal konnte man einen Schatz finden.
Irgendetwas, was ein wenig Gold wert war. Genau so sehe ich das auch. Die Adlige war jedenfalls nicht besonders glücklich über den Diebstahl der Armschützer ihres Bruders. Ich weiß nicht, was sie mit mir vorhatten, und ich wollte es auch nicht herausfinden. Also habe ich die Wache bestochen und mich bei der erstbesten Gelegenheit zur Oberfläche davon gemacht. Ich habe niemals zurückgeblickt. Gern geschehen. Also, können mein Junge oder ich irgendetwas für euch tun? Die dunkle Brut hat Lothering angegriffen. Und ich bezweifle, dass alle rechtzeitig fliehen konnten, bevor sie kam. Es heißt, diese Kreaturen hätten alles überrannt, Gefangene gemacht und die Häuser niedergebrannt. Und dann seien sie ebenso schnell wieder verschwunden. Ich frage mich, ob noch jemand am Leben ist. Einige Kantoren sollen nach Süden gegangen sein, möglicherweise um nach Überlebenden zu suchen. Ich mache mir aber keine Hoffnungen. Das erzählt man sich zumindest auf den Straßen, was auch immer das bedeutet. Ah, ja, in Denarim wartet eine gute Menschenfrau auf mich. Wenn sie könnte, würde sie mir einen Sohn schenken, aber es ist unwahrscheinlich, dass das jemals geschehen wird. Sandal hier habe ich vor einigen Jahren in den tiefen Wegen gefunden. Ich denke, er wurde ausgesetzt und war nie ganz richtig im Kopf. Ich habe ihn aufgenommen und mit mir an die Oberfläche genommen. Er mag vielleicht nicht von meinem Blut sein, aber ich fühle für ihn wie für meinen eigenen Sohn. Wir haben Orsama verlassen. Das stimmt, Junge. Vielleicht werden wir es eines Tages wiedersehen. Der Meinung war ich auch immer. Wenn er nur glücklich ist, bin ich es auch. Es ist jedoch nicht so, als würde ich davon nicht auch profitieren. Es hat sich herausgestellt, dass der Junge ein Naturtalent im Umgang mit Verzauberungen ist. Vielleicht hat sogar Lyrium seinen Geist verwirrt. Um ehrlich zu sein, habe ich nie darüber nachgedacht, aber es geschieht manchmal. Wenn er genug Zeit hat, kann er jedenfalls nahezu alles mit Verzauberungen versehen. Er könnte sogar seinen eigenen Laden eröffnen, wenn er wüsste, wie. Verzauberung? Nun, zumindest scheint es ihm Freude zu machen. Natürlich. Viel Glück euch und euren Freunden. Auf Wiedersehen.